Ja, hallo, ich bin Jaro und ich erzähle euch ein bisschen was über Live-Coding und wie man damit anfangen könnte, wenn man quasi keine Ahnung vorher hat. Es wird um Musik machen gehen. Dahinter steckt eben dieses Motto aus der CCC-Hacker-Ethik: Man kann mit Computern Kunst und Schönheit schaffen, und das wollte ich einfach schon immer mal beweisen. Und ja. Ich kann nicht so gute Instrumente spielen, aber ich kann ganz gut programmieren. Musik und Shader. Ich weiß nicht, vielleicht kennt irgendjemand von euch das Konzept eines Shaders. In der Computergrafik definiert man oft für jeden Pixel eine kleine Funktion, die einem dann die Farbe des Pixels zurückgibt. Und damit kann man ganz tolle Bilder malen, wie zum Beispiel dieses klassische OpenGL-Dreieck. Das bekommt seine Farben durch den Fragment Shader. Und ich dachte mir so, dieses Konzept, dass man eine Funktion ganz oft ausführt und dann etwas Cooles dabei rauskommt, könnte man doch auch auf Musik übertragen. Ja. Und außerdem sind Computer ziemlich schnell, also lass uns ein bisschen ineffizienten Code schreiben. Das Ganze wird wirklich schlimm ineffizient, aber umso witziger. Ja, um zu verstehen, wie das Ganze so funktioniert, muss man sich angucken, wie eigentlich Audiosignale aussehen. Audiosignale sind Wellen, die eben Luftverdichtungen und weniger starke Luftverdichtungen, die sich im Raum verschieben. Und die werden erzeugt durch Lautsprecher, indem man eben eine Lautsprechermembran zeitlich bewegt. Zum Beispiel, wenn man sie sinusförmig bewegt, dann hört man so einen etwas flötenartigen Klang. Natürlich können sich Computer jetzt so Wellen an sich nicht so vorstellen. Deshalb macht man was ganz Cleveres. Man rasterisiert die Welle in der Zeit und sucht sich einfach zeitlich irgendwie Punkte raus, zum Beispiel diesen, diesen, diesen und diesen, und speichert sich was für eine Zahl, also wo die Membran an der Zeitpunkt war. Das kann man dann als eine Liste von Zahlen auffassen, indem man einfach jeder Position einfach als eindimensionale Koordinate auffasst. Und dann kann man eben diesen Sinus, den man dann hört, als eine Liste von Zahlen darstellen. Ja, und eine Liste von Zahlen kann man mit einer Funktion generieren. Und man muss sich überlegen, wie viele von diesen Messpunkten möchte man pro Sekunde machen. Das sind bei CDs 44.100. Das hat den Hintergrund, dass man eben doppelt so viele Samples pro Sekunde braucht, wie die höchste Frequenz, die man abbilden muss. Das heißt, mit 44.100 Samples pro Sekunde kann man 22 Kilohertz abbilden. Das ist mehr, als ich hören kann. Vielleicht können die etwas Jüngeren noch etwas mehr hören, aber das ist ausreichend. Und natürlich, je mehr Samples man macht, desto mehr Daten muss man speichern oder generieren. Man braucht jetzt nur das zu wissen, um jetzt zu verstehen, was ich tue. Ich mache im Prinzip nichts weiter als, ich habe hier einen kleinen Editor mit etwas zu kleiner Schriftgröße. Ah, das kann man gut lesen. Da schreibe ich eine Funktion in JavaScript drin. Jetzt aktuell gibt sie nur 0 zurück. Wir hören ja auch nicht so. Macht irgendwo Sinn. Wenn ich jetzt aber zufällige Zahlen zurückgebe mit math.random, hört man Rauschen. Das Ganze wird noch nerviger. Ihr müsst euch nicht fürchten. Wenn ich das jetzt mit irgendeiner kleinen Zahl multipliziere, wird das Rauschen leiser. Weil Rauschen ist im Prinzip einfach zufällige Werte, zufälliger Schall. Jetzt können wir hier, um die Lautstärke zu verändern, immer diese Zahl verändern. Das ist ganz cool. Aber das geht noch ein bisschen cooler, nämlich wenn wir jetzt diese Zahl variabel haben wollen, haben wir hier auf der rechten Seite so eine Möglichkeit, indem wir einfach die magische Variable nops benutzen. Nennen wir sie mal Volume, dann kriegen wir hier so einen Schieberegler, wo wir eben den Wert von diesem Ding einstellen können, von diesem Term. Das heißt, außerdem kann ich jetzt hier diesen Regler noch auf einen Hardware-Regler mappen. Das wird dann etwas praktischer. Wenn ich jetzt an diesem Regler drehe, verändert sich der Regler auf dem Bildschirm. Das seht ihr dann hinterher nicht mehr so cool, weil das jetzt hier so auf dem Tisch steht, aber das werde ich noch ein paar Mal benutzen. Ja, jetzt ist ja noch nicht so die coole Musik, aber das ist schon quasi die Grundlage. Und womit fängt man an, wenn man Musik komponiert? Ah, ich würde sagen, wir bauen uns mal einen kleinen Rhythmus. Ja, das ist doch eigentlich schon ein ganz guter Sound.
Aber damit wir einen Rhythmus haben, muss der Sound nicht dauerhaft an sein. So, das ist ja voll ungünstig. Ich brauche doch etwas kleinere Schrift. Das heißt, wir holen uns einfach mal die Zeit. Weil wir wissen, dass wir in einer Funktion drin sind, die oft ausgeführt wird, können wir einfach sowas schreiben wie this.t plus gleich 1. Jetzt jedes Mal, wenn diese Funktion aufgerufen wird, ist t 1 mehr. Das ist jetzt nicht so cool, weil t ist jetzt so eine einheitslose Größe. Wenn wir jetzt aber jedes Mal plus 1 durch 44.100 machen, dann ist die Einheit von t Sekunden. Weil wir wissen, dass wir 44.100 Mal aufgerufen werden, weil wir 44.100 Samples pro Sekunde generieren. Das heißt, wenn wir jetzt anstatt nops.volume mal mit einem Ausdruck multiplizieren, der von t abhängt, zum Beispiel this.t, this.t ist jetzt eine große Zahl, das heißt, wir hören nichts mehr, wir können unsere Lautsprechermembran nicht endlos weit dehnen. Deshalb machen wir jetzt irgendwas Periodisches draus, indem wir einfach mal Modulo 1 nehmen. Und wir hören, dass wir jetzt eine von der Zeit abhängige Rauschen haben. Das ist jetzt nicht so cool, das klingt jetzt auch nicht so nach irgendwas und vermutlich wollen wir davon jetzt auch noch die Frequenz verändern, weil mehr schnell ist manchmal mehr besser. Das heißt, wir rechnen einfach mal hier mal 10, dann wird es schnell, aber das ist zu schnell, deshalb machen wir uns einen Regler dafür. So, und jetzt haben wir hier diesen Regler und wenn ich da dran drehe, das ist schon ganz geil. So, aber das klingt jetzt noch nicht nach einer Trommel oder nach irgendeinem Rhythmusinstrument, weil normale Rhythmusinstrumente schwellen nicht langsam in ihrem Ton ab und fallen dann abrupt ab. So, das ist einfach ein physikalisches Phänomen, das nicht vorkommt. Ich glaube, ich brauche wieder einen Lautstärkeregler. Ja, das ist doch schon mal etwas angenehmer. Das heißt, wir drehen das Ganze jetzt einfach mal um. Aktuell steigt das immer langsam an und fällt rapide ab. Wenn wir das jetzt einfach mit einem simplen kleinen Trick, indem wir 1 minus das rechnen und dabei die Klammern, die mathematischen Klammerregeln beachten, haben wir was, was schon so ähnlich wie so eine Trommel klingt. Das ist schon gar nicht so schlecht. So. Darauf können wir doch aufbauen. Jetzt, wo wir einen Rhythmus haben, was kommt als nächstes? Ja, ich würde sagen, die Melodie. Dafür können wir uns auch was relativ Simples überlegen. Wir speichern uns das hier einfach mal in irgendeine Variable, den Rhythmus. Und bauen jetzt parallel dazu eine Melodie. Oder erstmal, bevor wir eine Melodie bauen können, brauchen wir einen einzelnen Ton. Deshalb bauen wir jetzt einen einzelnen Ton. Wir machen der Einfachheit halber erstmal einen Sinus. Wir nennen ihn Sinus 1 und sagen, dass dieser Sinus irgendwie auch abhängig ist von t, weil der Sinus muss ja auch abhängig von der Zeit sein, weil es soll ja nicht immer der gleiche Wert sein. Das heißt, wir machen math.sinus von this.t im Prinzip. Jetzt soll das irgendwie, das hat jetzt eine unglaublich niedrige Frequenz. Jetzt rechnen wir t mal 2pi, weil ein Sinus ist periodisch zu 2pi. Jetzt haben wir einen Sinus von einem Hertz. Den kann ich da jetzt einfach mal drauf addieren. Und wie wir hören, verändert sich irgendwas, aber wir hören den Sinus nicht, weil ein Hertz kann unser Lautsprecher nicht wiedergeben. Wenn wir da jetzt aber irgendwie mal zum Beispiel den Kammerton A mit 440 Hertz draus machen, hören wir, dass wir einen Sinus haben. Ja, und wir sehen, dass wir ineffizienten Code geschrieben haben, weil das wird gerade 44.100 Mal pro Sekunde ausgeführt. Und deshalb bricht es manchmal so ab, weil der Computer, auf dem ich gerade präsentiere, ein bisschen langsam ist. Ja, das ist jetzt auch sehr nervig laut, aber ja. Jetzt können wir das auch einstellbar machen von der Lautstärke. Das ist dann nicht ganz so penetrant. Jetzt ist irgendwie eine konstante Frequenz relativ langweilig. Wir wollen jetzt auch die Frequenz irgendwie verändern und uns irgendwie so eine Tonleiter oder was weiß ich generieren, irgendeine Melodie halt. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Teil des Ausdrucks hier variabel haben. Das heißt,
machen wir doch einfach mal. Wir nennen es irgendwie Frequency, weil das setzen wir dann für die 440 Hertz ein und sagen, weiß ich nicht, dass es irgendwie die Frequenz ist 1000 mal T modulo 1. Das sollte jetzt immer so einen Sweep geben und der hört dann auf. So, also das probieren wir mal. Das heißt, wir setzen da jetzt statt 440 Freak ein. Ja, T ist not defined, hat er recht. Klingt irgendwo abgefahren. So ultramelodisch ist es jetzt nett, aber schon mal besser als gar nicht. So. Wenn wir jetzt so wirklich was etwas Melodisches machen wollen, dann brauchen wir Stufen definitiv. Das heißt, wir machen jetzt mal sowas wie wir wählen uns einfach was aus. Wir wählen uns etwas aus einer Liste aus. Sagen wir haben den ersten Ton mit 440 Hertz, den zweiten Ton mit 660. Ich denke mir jetzt einfach irgendwelche Zahlen aus. Dritten Ton wieder mit 440. Und dann mal so 220. So, jetzt ist das so eine Liste. Jetzt müssen wir natürlich noch auswählen, welches Element wir daraus nehmen. Das machen wir, indem wir uns eins raussuchen. Ich fange mal an, meinen Code ein bisschen zu refactoren, weil er wird so langsam ein bisschen unübersichtlich. Ich importiere mal die ganzen Mathe-Sachen, dann wird das alles ein bisschen kürzer. So. Machen wir mal irgendwie Floor von this.t modulo 1. Da braucht man jetzt ein bisschen so einen Klammerwald, damit das funktioniert. Mal, wie viele Elemente hat die Liste? 1, 2, 3, 4, mal 4. jetzt haben wir irgendwo eine Klammer zu vergessen, natürlich. Haben wir sie innen drin vergessen oder außenrum? Ist egal. So, und jetzt setzen wir da einfach mal Freak 2 stattdessen ein. Und wir hören das schon mal so gar nicht so schlecht. Das klingt nach Melodie. Ist jetzt, meine künstlerischen Fähigkeiten sind, sagen wir, begrenzt an dieser Stelle. Aber wir können mal wieder refactoren. Wir können sagen so, wir haben jetzt diesen Oszillator und vielleicht wollen wir ja noch irgendeinen Oszillator haben. Vielleicht wollen wir ja noch eine melodische Stimme haben. Das heißt, wir definieren uns einfach mal eine Funktion, die diesen Oszillator abbildet. Dieser Oszillator nimmt irgendwie einen Namen, damit wir mehrere Oszillatoren haben können. So aktuell hängen alle von T ab, wir wollen aber vielleicht mehrere Oszillatoren haben, dann funktioniert es nicht mehr so. Und der Oszillator hat logischerweise eine Frequenz. Das ist dann halt irgendwie der Sinus von this und jetzt halt irgendwie der Name, das ist so ein bisschen böse, geht aber nicht anders, plus 1 durch 44.100 mal, da braucht man vielleicht Klammern, setzen wir sie mal notfalls. Mal 2 mal Pi mal die Frequenz. Ja, und jetzt können wir hier diese Zeile hier so umschreiben, dass wir hier einfach diesen ganzen Wald wegmachen und da hinschreiben, wir nennen den Oszillator einfach mal 1 und geben ihm die Frequenz. Frequenz 2. Und wie wir sehen, macht der Code genau das gleiche wie vorher. Das heißt, unser Refactoring war erfolgreich. Jetzt können wir uns natürlich noch eine Melodie dazu bauen oder wir können das einfach mal mit dem anderen überlagern. Wir können so sagen, der zweite Sinus ist
ja, was wollten wir als Frequenz nehmen? Das, was wir am Anfang hatten, dieses Abgefahrene, was so etwas hoch und runter gegangen ist. Ah. Ja, jetzt müssen wir das natürlich da noch drauf addieren auf unsere Summe. Und offensichtlich funktioniert es nicht. Vielleicht müssen wir das mal... Ah ja, ich habe wieder die zweite Frequenz verwendet. Ja, das ist jetzt etwas unangenehm, aber ihr habt verstanden, worum es geht. Ja, jetzt ist unser Pattern ein bisschen langweilig. Ich glaube, ich baue das wieder aus. Ohne war es doch auch irgendwie schöner. Ja, jetzt ist unser Pattern ein bisschen langweilig. Und für mehr Pattern brauchen wir jetzt tatsächlich das Verständnis von Musik, weil so einfach ist das ja alles gar nicht. So, ich habe ja mir jetzt irgendwelche Frequenzen ausgedacht und so irgendwelche Frequenzen liegen im Zweifel gar nicht auf der Tonleiter. Und wenn Frequenzen nicht auf der Tonleiter liegen, dann klingt das vermutlich nicht so schön. Ja, deshalb habe ich jetzt hier eine Formel vom Himmel fallen lassen. Diese Formel ist jetzt hier eine JavaScript-Funktion, die mir aus einer Notennummer, aus einer MIDI-Notennummer eine Frequenz generiert. Die ist etwas abgefahren, weil unser Verständnis von Tonästhetik etwas abgefahren ist. Ja, das ist irgendwas Logarithmisches. Mit dieser Funktion können wir jetzt Noten zu Frequenzen machen. Und jetzt kopieren wir uns die mal hier rüber. Und sagen jetzt mal, anstatt dass wir direkt Noten deklarieren, deklarieren wir jetzt einfach mal Noten. So, sagen wir mal so, wir nehmen Note 40, Note 44, Note 43, Note 42. Ah, ich habe fies irgendwo hingetippt. Ah, Note 42 klingt, glaube ich, nicht gut. So, das ist jetzt sehr tief, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt noch irgendwie, wir müssen diese Note zur Frequenzfunktion da noch drauf anwenden. Das machen wir mit einem Map einfach. Oh, diese Caps Lock-Taste liegt schon ungünstig. Und so langsam müssen wir mal wieder ein bisschen kleiner werden. Sonst klappt das hier alles gar nicht. So, jetzt haben wir da natürlich irgendwo einen Fehler reingebaut, weil das hätte an eine andere Stelle gemusst. Das hätte nämlich dazwischen gemusst, weil mappen kann man natürlich nur Listen. Ja, power is not defined, das müssen wir auch noch importieren. Und jetzt hören wir nichts. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht waren die Noten, die wir gewählt haben, etwas zu klein. Ja, sie waren es. Wenn wir es jetzt wieder ein bisschen lauter machen, hören wir, dass es eine sehr tiefe Bassstimme gibt. Das heißt, wir suchen uns mal einen anderen Bereich an Noten. Ja, das ist nicht gerade. Ja, und damit das Ganze jetzt noch ein bisschen interessanter wird, können wir das jetzt einfach jedes zweite Mal ein bisschen nach oben oder nach unten transponieren. Oder wir lassen es. Okay, das war's. Vielen Dank.